wie viele Passwörter können Sie sich eigentlich so merken? Und wie viele Passwörter benutzen Sie eigentlich? Oder gehören Sie etwa zu denjenigen, die nur eines haben und das anwenden auf alle Ihre Apps, E-Mail-Konten, Bankkonten? Wussten Sie, dass sich die Deutschen in der Mehrzahl auf einen relativ riskanten Klassiker verlassen? Okay, Peloton, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hey, Sandra, ist eines der beliebtesten Passwörter der Deutschen. Max in Berlin. Los geht's! Come on, Peloton. Ja, Mario, deine Arbeit Black, White, Grey, die jetzt im Museum Folkwang in Essen gezeigt wird, die ist gefördert durch die Innoji-Stiftung für Energie und Gesellschaft. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, welche Rolle diese Stiftung auf dem Markt der Energieversorger spielt? Ja, Innoji ist eine Stiftung, die eben zum Innoji-Konzern gehört, der wiederum mittlerweile von einem anderen Konzern eher akquiriert wurde. Da gab es sozusagen jetzt auch eine Übernahme. Und in dieser Phase dieser Übernahme habe ich eben diese Arbeit Black, White, Grey produziert, die jetzt im Folkwang Museum Essen zu sehen ist, dort die Premiere gefeiert hat. Das geht zurück eben auf ein Stipendium, das diese Stiftung auslobt jedes Jahr. Die Stiftung hat den Untertitel eine Stiftung für Energie und Gesellschaft. Mhm. Grey, White, Black, was sind das für Vokabeln? Kannst du das erklären? Na, erstmal sind es eben Graustufenvokabeln, also eben keine Farbnamen, wie man so schön sagt, sondern die Farbe schwarz, grau oder weiß, das sind eben Zwischentöne oder Kontrasttöne. In meinem Fall gehen die zurück auf die Ethik des Hackers. Es gibt sogenannte Black Hats, Grey Hats und White Hats. Und die verschiedenen Tonalitäten dieser Hacking-Ethos unterscheiden sich eben beim Black Hat, dass er etwas Illegales tut, dass er sozusagen Daten stiehlt von einem fremden Rechner oder von einem Netzwerk auf illegale Art und Weise und das eben auch illegal exploitet, also sozusagen kommerziell der verwendet, diese Daten verkauft oder sie woanders hinlegt oder sie öffentlich macht. Der White Hat Hacker ist der ethische Hacker, der sozusagen eine Schwachstelle identifiziert und mit dem Inhaber dieser Schwachstelle oder des Netzwerks, das eine Schwachstelle in sich trägt, diese Schwachstelle versucht zu reparieren. Der Grey Hat Hacker ist genau zwischen dem Black Hat und dem White Hat Hacker. Der Grey Hat Hacker identifiziert die Schwachstelle unbewusst für den Netzwerkbetreiber, aber bietet zum Beispiel in einem Verkaufsgeschäft diese Informationen dem Besitzer dieses Netzwerks an, damit dieser Besitzer diese Schwachstellen selber beheben kann. Ja? Mich hat interessiert, was sind eigentlich die Ethiken des Hackings, besonders im Energiesektor, denn das ist ja das Verhältnis von Energie und Gesellschaft. Kann es nämlich sein, dass Hacker einen Stromausfall provozieren, der wiederum mich als Endabnehmer, als Kunde, als Bürger eines Landes natürlich genauso treffen könnte, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Feuerwehren, ganze Infrastrukturen. Ja, das ist eigentlich die Kernidee dieser neuen Arbeit, die eben durch die Innoji-Stiftung finanziert wurde. Snowden ist also der typische Whitehead. Ja, das könnte man so sagen. Edward Snowden behauptet und wird so wahrgenommen als jemand, der natürlich gewisse Sachen geleakt hat. Das ist, er ist ja kein klassischer Hacker in dem Sinne. Er hat sozusagen Access gehabt in seinem Büro beim NSA, beim Geheimdienst und hat quasi diese Daten extrahiert und sie geleakt und das ist nochmal was anderes als ein Hacker, der sozusagen als quasi Berufsmodell oder als politische Waffe sein Wissen anwendet, um gezielt Konzerne, Infrastrukturen, Netzwerke sich zu infiltrieren und damit geheimnisvoll anzugreifen und dann Daten abzusaugen oder eben die Netzbetreiber bzw. Konzerne zu erpressen. Ja, also das Wissen, dass man eben sich einhacken kann in ein Computersystem, Zugang hat zu sensiblen Daten, kann natürlich oftmals zur Erpressung dienen. Neulich in den Nachrichten waren ja auch wieder die Angriffe angeblich von russischen Hackern, die eben den Bundestag angegriffen hatten. Und da werden natürlich sensible Daten abgesaugt, die einerseits natürlich auch zur Erpressung dienen können, aber eben auch politischen Schaden oder politische Spannung hervorrufen können. Ja, und das zeigt eigentlich die Sensibilität im digitalen Bereich für sämtliche Infrastrukturen, die
entweder Regierung, die politische Arbeit, die wirtschaftliche Arbeit, aber eben auch zivile Infrastrukturen wie Krankenhäuser betreffen können. Und das an sich, denke ich, ist heute eine sehr, sehr große Bedrohung für Gesellschaften, für die Weltgemeinschaft. Und es tritt immer wieder auf. Ja? Und das hat mich natürlich als Künstler interessiert, wenn man schon mal die Chance hat, mit so einem Konzern und einer konzerneigenen Stiftung zu kollaborieren. Dann wollte ich natürlich schauen, was bedeutet es eigentlich, wenn sich eine Stiftung für Energie und Gesellschaft interessiert. Ja? Wo ist eigentlich das Verhältnis, das kritische Verhältnis? Und den Text dazu hast du selber verfasst? Den Pressetext? Nein, nicht den Pressetext, sondern den Text, der gesprochen wird von der Sandra Borgmann und den übrigen Akteuren in der Arbeit selber. Genau, diese Videoinstallation basiert eben auf einem Skript und wie das oft so ist, recherchiere ich relativ viel im Vorfeld, schaue mir gewisse Szenarien an, nehme an Workshops teil, spreche mit Menschen und daraus wird dann, besides einer Internetrecherche, ein Skript hergestellt, ein sogenanntes Drehbuch vielleicht auch im Filmbereich, was quasi die Geschichte abzeichnet, die dieses Video dann erzählt. Ja, so könnte man das relativ einfach erklären. Mhm. Das heißt, es gibt einen Anfang und ein Ende. Und es gibt eine gewisse Storyline. Also man beginnt am Punkt A und will zum Punkt Z und wie kommt man dahin? Und das ist dann die Recherche, die ich ausgeführt habe, wo ich dann mit verschiedenen Forensikern, IT-Forensikern, Cyber-Security-Experten gesprochen habe oder auch mir Filme angeschaut habe oder Bücher gelesen habe oder mit Journalisten, die in diesem Bereich sich sehr gut auskennen, gesprochen habe. Und daraus schreibt man dann eine Zusammenfassung, ja, die wiederum so angelegt ist, dass sie performbar ist für eine Schauspielerin in meinem Falle. Das heißt, sie muss das dann vortragen. Ja, das sind ja unheimliche Wissensbausteine, die ich mir erstmal erschließen musste. Es gibt also so eine Fachterminologie, die ich für mich erstmal zurechtrücken müsste. Ja, das ist auch kein Thema, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Und das zu übersetzen für eine Schauspielerin, die das dann wieder dem Publikum nahebringt, das ist in einigen meiner Arbeiten eine Strategie. Wie lange kann eine deutsche Großstadt ohne Strom durchhalten, bevor das Chaos ausbricht? Und während ich hier in einem grünen Studio meinen Workout betreibe, sitzen Sie womöglich in einem Museum und schauen mir dabei zu. Und eventuell richten Sie gerade einen Passwortmanager ein, falls Sie sich im Besitz eines Smartphones befinden. Aber wird es jetzt erst richtig interessant? Stuxnet, Indestroyer, Crisis. Sagen diese Begriffe etwas? Nein? Und du hast jetzt Sandra Borgmann ja selber gecastet praktisch für diese Arbeit und auch ausgewählt, gehe ich jetzt mal davon aus. Wie bist du auf Sandra Borgmann gekommen? Warum ist, was macht die prädestiniert für diese Rolle? Ja, Sandra Borgmann ist erstmal im Moment eine sehr, sehr beachtete und dynamische Schauspielerin. Man kennt sie zum Beispiel aus der Netflix-Serie Dark. Und sie ist erstmal eine Erscheinung als Schauspielerin, die mich sehr interessiert in ihrer Komplexität als Figur im öffentlichen Raum, im Fernsehen. Hinzu kommt, dass sie in einem anderen Film, den ich sehr schätze, mitgespielt hat, nämlich im Baader-Meinhof-Komplex. Das war, ja, ich glaube, in den frühen 2000er Jahren, so bin ich auf sie aufmerksam geworden. Und sie hat zudem das Voice-Over gesprochen zu einer anderen Arbeit, die ebenfalls im Museum Folkwang zu sehen ist, zu Again, noch einmal. Ja, da gibt es sozusagen eine Voice-Over-Einführung zu dem Film, wo sie über ostdeutsche Landschaften einen Text spricht, den ich auch geschrieben hatte. Und so haben wir uns dann persönlich kennengelernt, das erste Mal zusammengearbeitet. Und ich war auch an vielen Gesprächen, die meine Arbeiten eigentlich begleiten, persönliche Gespräche, immer beeindruckt, wie sehr sie sich für Politik interessiert und wie offen sie ist wirklich für einen Diskurs. Und dadurch, dass sie auch sozusagen eine sehr starke Rolle in dieser Netflix-Serie Dark spielt, wo es um ein Atomkraftwerk geht, was quasi geheimnisvoll ist und Menschen verschwinden und es gibt verschiedene zeitliche Szenarien, fand ich sie wirklich prädestiniert für diese Solo-Rolle. Ja, die wurde ja in der Greenscreen produziert, denn Sandra ist sehr vielseitig und auch mit ihrem neuen Haarschnitt war sie dann auf einmal ja irgendwie das passende Gesicht zu dieser Arbeit. Denn für mich ist wichtig, dass es jemanden gibt in dieser Arbeit, der diese komplexen Sachverhalte spielerisch, aber performativ, sprachlich versiert vortragen kann. Ja? Sachen, die ich als
Künstler oder in dem Falle sogar vielleicht Regisseur so selber nie darlegen könnte. Ja, es gibt ja auch viele Künstler, die in Voiceover sprechen, die die Essay-Filme herstellen, indem sie diese Kontexte erläutern, schildern, beschreiben. Und ich bin doch jemand, der eher mit Schauspielern gerne arbeitet, mit Sprecherpositionen und sie auch anleiten kann, wie etwas performt werden soll. Ich meine, die Tatsache, dass sie so bekannt ist, die Sandra Borgmann, die könnte dich ja auch stören eigentlich, ne? Also weil dadurch ist sie ja irgendwie sozusagen schon gesetzt und sie ist sozusagen, sie nimmt dir im Grunde ein bisschen Aufmerksamkeit weg geradezu, ja. Einfach, man assoziiert einfach andere Dinge als das, was man im künstlerischen Kontext kennt. Ist das für dich eine Überlegung gewesen oder war das ein Zweifel? Ich suche eigentlich nach Komponenten, die das Kunstwerk interessanter machen in meinem Denken, ja. Und das kann natürlich durchaus so sein, dass es Betrachterinnen ablenkt von der eigentlichen Sache. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch die Chance für ein ganz anderes Publikum, was gerade durch sie sich dahinsetzt und das bis zu Ende schaut. Also das muss man immer abwägen, finde ich. Es ist auch so, dass es viele andere Arbeiten gibt, wo ganz unbekannte Menschen auf einmal auftauchen. Ich hätte natürlich auch eine unbekannte Schauspielerin casten können, die das dann performt, aber letztendlich ist es auch ein Verständnis zwischen Künstler und Schauspielerin, wie man dann sowas in einer relativ kurzen Zeit gut umsetzen kann. Und ich würde auch behaupten, dass bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich auch eine starke Qualität in sowas einbringen. Ja? Und gerade bei so einem sperrigen Thema wie Cybersecurity, Hacking, kritische Infrastruktur, ja, war ich eigentlich sehr dankbar, dass jemand das mit durchdacht hat und auch Veränderungen vorgeschlagen hat oder Texte leicht umgeschrieben hat, damit sie verständlicher wären. Dafür war ich eigentlich sehr dankbar und ich hoffe und denke, dass diese Arbeit davon profitiert, auch von ihrer Erfahrung, von ihrem Charisma. Mhm. Sag mal, Black, White, Grey, das ist ja ganz neutral gesprochen auch ein Erklärstück. Es wird einem ja viel einfach von A bis Z erzählt, dargelegt, wie sich was verhält. Und die Schauspielerin guckt viel in die Kamera, wendet sich direkt an die Betrachter. Das habe ich bei dir öfter schon gesehen. Ist das bei dir sozusagen eine Regieanweisung, dass du das möchtest, dass sozusagen die direkte Ansprache ans Publikum sozusagen, ist das etwas, was du bewusst so machst? Ja, auf alle Fälle. Also das interessiert mich, wie man sieht, eben das Verhältnis von dem, was on screen passiert und dem Publikum. Und im Falle von Black, White, Grey ist es natürlich eine Form von Instruction Video. Also man wird eingeführt in eine Thematik, man wird begleitet, man wird quasi an die Hand genommen. Und es werden natürlich immer wieder Fragen aufgeworfen. Kennen Sie das? Haben Sie davon gehört? Wie verhält es sich damit eigentlich? Wie ist das mit dem Passwort für Ihr iPhone? Und das sind natürlich auch die Fragen, die jemand, der sich nicht mit dieser Materie tagtäglich beschäftigt, das ist der Connecting Point, ja, also was hat das eigentlich mit mir zu tun, dieses Hacking? Hätte ich auch immer gedacht, das hat eigentlich mit mir wenig zu tun, bis man dann gemerkt hat, dass gewisse WhatsApp-Nachrichten von Hackern geknackt wurden, dass unser Telefon eigentlich ein wahnsinniger persönlicher, privater Wissensspeicher ist, der uns trackt, der uns quasi ständig begleitet und wenn dieser gehackt wird, dann verliere ich meine Privatsphäre, auch wenn das erstmal in das Darknet geht und man gar nicht weiß, wer das dann in den Händen hält. Es ist sozusagen eine große und grobe Verletzung unserer Privatsphäre. Und damit das erstmal emotional auch mit dem Betrachter eine Verbindung eingeht, finde ich die Art und Weise, dass sich eine Schauspielerin in meinen Videos direkt an die Zuschauer wendet, ganz wichtig. Ja? Also da versuche ich wirklich eine emotionale Verbindung herzustellen zwischen Kontext und Participant oder Zuschauer, ja, Spectator. Weil sonst besteht für mich eigentlich die Gefahr, dass jemand sagt, ist das ein Thema, was mich wenig interessiert, ich gehe weiter. Es würde auch dazu führen, dass man denkt, die Schauspielerin spielt mir etwas vor. Ja? In dem Moment, wo sie diese Kameraebene aufhebt und sagt, ich schaue direkt in die Kamera, durchbricht sie eben diese vierte Dimension und sagt, ich schaue zu ihnen, obwohl ich gar nicht weiß, ob sie da sind. Ja, aber ich möchte mit Ihnen etwas teilen. Und das ist ja im Spielfilm zum Beispiel etwas, was lange Zeit nie praktiziert wurde. Ja, also es gab bis zu einem gewissen Moment in der Geschichte des Spielfilms das Verbot, in die Kamera zu schauen. Das wurde natürlich dann verschiedenen Regisseuren überworfen und dann wurde das Kino erst richtig interessant aus meiner Sicht. Und diese Nähe zum fiktiven Zuschauer, die finde ich schon wichtig.
Und ich denke, das ist immer zu überprüfen, natürlich mit den Betrachterinnen von solchen Arbeiten, ob das dann funktioniert, ob sich Menschen dadurch stärker angesprochen fühlen. Es hat in anderen Arbeiten wie Again noch einmal durchaus damit zu tun, wo es ja um Zivilcourage und um Selbstjustiz geht, dass eben Menschen aktiviert werden sollen, das, was sie im Filmbild sehen vor sich, auf ihr eigenes Leben zu projizieren. Ja, also da sind es ja wieder bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, die du da engagiert hast. Ne? Dinesh Soudé und Marc Waschke sind ja auch total präsent im Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Und da findet sich das ähnliche Prinzip ja auch, dass die einen direkt ansprechen. Und das hat ja auch so ein überraschendes Momentum, würde ich jetzt sagen, in Again. Was haben die beiden Arbeiten miteinander zu tun oder warum hast du für deine Ausstellung in Essen Again als zweite Arbeit ausgewählt? Ja, das hat vielleicht verschiedene Gründe. Erstmal ist Again noch einmal im Westen Deutschlands so noch nie gezeigt worden. Also es wurde gezeigt auf der Berlin Biennale, dann in der Kunstsammlung Chemnitz, dann auf verschiedenen Filmfestivals. Und das Museum Volkmann ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges deutsches Museum, sehr renommiertes Museum, wo ich sehr froh bin, drin ausstellen zu dürfen. Und es ging mir natürlich darum, die bestmögliche Ausstellung dem Publikum möglich zu machen. Ja, auch um meine Person, vielleicht um meine Herkunft, um die Interessen, die ich als Künstler pflege, am besten darstellen zu können. Und Again, noch einmal, ist nun aus meiner Sicht schon ein Schlüsselwerk der letzten Jahre meiner künstlerischen Praxis. Also für mich eine unheimlich wichtige Arbeit, die eben auch auf sehr viel Resonanz international gestoßen ist. Und die Räumlichkeiten haben das hergegeben, dass man diese Arbeit da sehr gut installieren konnte. Und was verbindet diese beiden Arbeiten? Die sind natürlich grundsätzlich unterschiedlich, aber es kommen gewisse ästhetische, strukturelle, konzeptuelle Methodiken zutage, die die Arbeiten verbinden, sei es nun Sandra Burgmann oder dieses in die Kamera sprechen. Aber auf einer inhaltlichen Ebene würde ich sagen, zeigt es die Vielschichtigkeit oder auch die Bandbreite meines Interesses an Gesellschaft. Und der Auftrag der Berlin Biennale, diese Arbeit herzustellen, das Überthema We Don't Need Another Hero der 10. Berlin Biennale 2018 ist natürlich was ganz anderes als eine Stiftung, die sagt, wir sind hier im Ruhrgebiet und wir sind Energieproduzenten. Und wir möchten junge Künstler heranführen an einen Diskurs zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Technologie, Energie und Gesellschaft. Ja, das sind also natürlich ganz verschiedene Fragestellungen, die mich aber beide sehr interessieren. Und es gibt dann eine verschiedene Annäherungstechniken meinerseits, sich da einzuarbeiten. Und die stehen auf eine Art konträr sich gegenüber, weil die Themen quasi Zivilcourage und Energiedistribution, Energiegewinnung natürlich jetzt erstmal wenig miteinander zu tun haben. Aber wenn man so ein bisschen irgendwie um die Ecke denkt, dann sieht man am Anfang von Again Windmühlen. Wir sehen also ostdeutsche Landschaften zum Beispiel, die sich durch Energiegewinnung verändern. Ja? Man hat die gleiche Stimme in Again, die einführt, wie die durch das Video führt bei Black, White and Grey. Und das sind sozusagen Anknüpfungspunkte zu schauen, okay, wir haben es, wenn wir rechts abbiegen, mit Zivilcourage und Selbstjustiz in der sächsischen Provinz zu tun. Da stehen aber auch Windmühlen und wir drehen uns rum. Und in der gleichen Gesellschaft, in der die Frage nach Zivilcourage gestellt wird, haben wir es auch mit Hackern zu tun. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich immer von sich selbst ausgehend, aber auch von externen Kräften bedroht wird auf die eine oder andere Weise. Und das ist das, was mich als Künstler interessiert. Und deswegen finde ich die Konstellation verschiedener Arbeiten in Ausstellungen immer wahnsinnig interessant. Ja, was jetzt eine brasilianische Arbeit mit einer amerikanischen zu tun haben könnte, eine chilenische mit einer, die in Ostdeutschland hergestellt wurde. Ja, auch die Formate ändern sich. Der eine Film ist eben 40 Minuten im Fall von Again, Black, White and Grey ist 16 Minuten. Ne? Das sind auch ganz andere Erzählmuster. Da kommen verschiedene Menschen zu Wort. Das interessiert mich. Auch welche Menschen kommen zu Wort in Korrespondenz zueinander? Denn all diese Szenarien, die ergeben ein Kaleidoskop unserer Welt. Ja, das ist auch das, woran ich vielleicht über einen langen Zeitraum arbeite, dass es immer sehr spezielle Themen sind, die aber unsere Gesellschaft formieren und gestalten und die Fragen an die Menschen da draußen zurückstellen. Ja, es sind Beobachtungen, es sind Recherchen, die ich durchführe, die werden dann aber natürlich visuell ausgearbeitet, das ist mir ja wichtig, dass es eben eine Bildsprache gibt, dass es gewisse Komponenten gibt wie Musik, Sounddesign, Texte, die in diesen Arbeiten vorkommen.
Ja, da, aber diese gesellschaftlichen Dynamiken, ich fahre heute dahin und dann ist auf einmal dieses Thema viel wichtiger als das andere. Man könnte natürlich eine Arbeit über Zivilcourage im Ruhrgebiet machen und man könnte eine Arbeit machen über die Energiegewinnung im Tagebau im Osten Deutschlands. Ja? Dann würde sich das vielleicht genau umkehren. Aber diese Kombination, ne, von diesen Themen mit verschiedenen Herangehensweisen, wie man sie bearbeitet, aber vielleicht einer wiederkehrenden Ästhetik, das macht vielleicht meine künstlerische Arbeit Ja, aus. wobei ich, wenn du sagst wiederkehrende Ästhetik, würde ich fast widersprechen, weil ich finde, dass du in unterschiedlichen Arbeiten extrem unterschiedliche visuelle Sprachen entwickelst und dass das im Grunde nichts Homogenes ist, sondern wenn ich jetzt über Angst und Bildung nehme, wenn ich Blacktivist nehme, wenn ich Gen nehme, da sind das ja vollkommen unterschiedliche, ich sag mal, popkulturelle, dokumentarische, theatralische Zugriffe, die du da eigentlich wählst. Richtig. Ja, also das finde ich eigentlich auch eine Stärke, dass sozusagen immer das, was den Arbeiten gemeinsam ist, ist sozusagen der erkennbare Anspruch für ein Thema im Grunde eine eigene visuelle Sprache zu finden. Absolut richtig. Also vielleicht mit wiederkehrenden Motiven, ich kann das vielleicht nochmal spezialisieren. Ich stimme dir erstmal absolut recht, und das war seit meiner Zeit an der Akademie, an der Hochschule, immer wieder eine Diskussion. Warum gibt es in meinen auch frühen Arbeiten keine Homogenität in der visuellen Sprache oder diese direkte Erkennbarkeit? Ja? Und ich habe das für mich ganz früh so definiert, dass eben das Thema mir vorgeben muss, wie ich visuell damit umgehe. Ja, es muss eine Reaktion auf das Thema geben. Denn die Orte, an denen ich arbeite, die sind sehr, sehr verschieden, die Kulturräume sind sehr verschieden, die Menschen sind sehr verschieden. Und trotzdem würde ich sagen, es gibt wiederkehrende Motive. Ich identifiziere sie zumindest, wenn ich vergleiche über Angst und Bildung diese Close-ups von neuen Bürgerinnen und Bürgern im Osten Deutschlands, die sich über Angst und Spaltung, über Bildung auseinandersetzen. Dann ist die Erfahrung dieser wirklich sehr starken, sehr nahen Porträtaufnahmen ausschlaggebend gewesen, eben bei Again wieder mit diesen Close-ups zu arbeiten, aber emotional ganz anders. Ja? In Farbe, auch durchaus menschlicher und durchaus empathischer, nicht so soziologisch, aber es sind eben Nahaufnahmen von Menschen, die mich interessieren, so würde ich das beschreiben. Ja? Und die Greenscreen-Produktion von Blacktivist hat natürlich doch was mit Black, White, Grey für mich zu tun. Vielleicht ist das dann schon zu sehr im Detail, aber da musste ich mich doch sehr daran erinnern, wie wir in New York mit den Flatbush Zombies, einem Rap-Trio, in dieser Greenscreen standen und man sich das alles erstmal vorstellen muss als Künstler, ne? Was dahinter hinter diesen Rappern passiert. Genauso musste ich mir vorstellen, was hinter der Sandra passiert, weil das wird ja immer erst in der Postproduktion. Ja, wie ist das gekommen? Wie hast du die getroffen? Wie ist es da überhaupt zu der Kooperation gekommen? Mit den Flatbush Zombies. Ja, da war es eben so, dass ich 2015 eben schon einige Zeit in New York gelebt hatte. Und es war immer mein Wunsch, als Künstler mal ein Rap-Video zu produzieren. Es gab noch nie so richtig einen Anlass, weil ich das jetzt nicht machen würde, um mit irgendeinem Rapper irgendein Musikvideo zu machen. Sondern für mich war Rap, der Conscious Rap in der Frühzeit des Hip-Hops immer sozusagen politisches Sprachrohr. Und in den darauffolgenden Dekaden durch die Kommerzialisierung der Musikindustrie und auch des Hip-Hops ist dieses politische Momentum von Rap immer weiter zurückgedrängt worden. Also es gab dann auf einmal eben nicht mehr so politische Rapper, die über die Probleme der Menschen auf der Straße Musik gemacht haben. Und das hat sich geändert ein Stück weit. Oder es hat sich nicht geändert. Man kann sagen, die gesellschaftliche Situation hat sich geändert mit den brutalen Attacken von Polizisten auf Schwarze in den Vereinigten Staaten und der Black Lives Matter-Bewegung. Das heißt, es gab einen gesellschaftlichen Siedepunkt für diese Community, auf die Straße zu gehen, ja, um gegen die Gewalt von Polizisten zu demonstrieren und zu zeigen, sie haben Angst um ihr Leben, wenn sie Polizisten auf der Straße nachts begegnen. Und das war für mich ein Momentum in New York, wo ich gesagt habe, okay, an dieser Stelle mit der Einladung, eine Ausstellung im Ludlow 38 zu realisieren, wäre es jetzt der Moment zu sagen, okay, das Musikvideo ist eine sehr populäre Form, man könnte damit eventuell sehr viele Menschen erreichen. Gleichzeitig sehe ich das aber auch als künstlerisches Medium im Vergleich von High Culture zu Low Culture oder
ne, der Museumskultur und der Straßenkultur oder der Musikkultur. Und wäre es jetzt ein guter Moment, einen Rapper zu finden, der das beschreiben kann, was in ihrem Leben gerade stattfindet. Die müssen nicht aus dem Black Lives Matter-Umfeld kommen, aber sie werden sich vielleicht damit auf eine Art und Weise identifizieren. Sie werden in der Lage sein, 2015 im Sommer einen Song zu schreiben, der das reflektiert und ein Musikvideo herstellen zu wollen, das das visuell reflektiert. Und das war der Ansatzpunkt und das hat man dann eben auch in Kollaboration miteinander so gestaltet, also der Song würde... Das heißt, dann bist du auf die zugegangen. Genau, wir haben richtig recherchiert, wir hatten dann eine Liste von 4 Rappern in Brooklyn, Queens und ich hatte mich dann zunächst wirklich an die Flatbush Zombies gewandt, weil ich das am interessantesten fand, wie die nachdenken, wie die eigenen Musikvideos produziert haben, was die so gesagt haben über ihre Zukunft, über die Gesellschaft. Die waren also sehr outspoken und sehr unverbraucht und hatten auch kein Label und hatten zwar einen Manager, aber die wirkten noch sehr jung und approachable, wie man so sagt. Und das hat dann auch funktioniert. Ja? Also die haben sich dann darauf eingelassen. Man muss ja dann sehen, also man hat dann 3 junge Afro-American Rapper für sich und ich komme halt als deutscher Weißer da in New York an. Und das an sich war aber eine total interessante Konstellation auch für die. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht und das war eine der besondersten Projekte meiner jungen Künstlerkarriere. Also wenn ich noch etwas nennen sollte, worin ich eine Gemeinsamkeit tatsächlich deiner Arbeiten sehe, dass sie alle doch scheint mir relativ recherchebasiert sind, oder? Du hast, also bevor du irgendwie loslegst, etwas zu produzieren, recherchierst du sehr ausgiebig. Ist das so? Ja, ne? Ja, also das Verhältnis von Produktion des Videos zur Recherche ist wirklich 1 zu 100. Ja, also ich brauche 100 Tage zum Recherchieren, um einen Tag zu drehen. So könnte man das beschreiben. Und die Recherche ist interessant, die ist aber auch sehr anstrengend, gerade in den ersten Schritten, wenn man da Türen öffnen muss, wenn man auf Antworten wartet, sei es nun von Rappern oder IT-Forensikern oder Journalisten oder Betroffenen oder Menschen, die geflüchtet sind von der DDR in die BRD. Wenn ich jetzt neue Arbeiten konzipiere, der erste Schritt ist immer wahnsinnig schwierig, weil man Vertrauen aufbauen muss. Und das muss ich immer mit meinen Protagonisten, egal ob das jemand ist, der für Innogy arbeitet oder ein Rapper ist. Ja, weil für mich sind das alles Menschen, die unsere Gesellschaft gestalten und die Emotionen haben und die auch Wissen haben, was natürlich ganz wichtig für mich ist. Und das will ich natürlich einbauen. Also es gibt aber auch natürlich Rückschläge für die Arbeit Black, White and Grey. War ich mit einem ganz tollen IT-Journalisten aus New York mehrfach verabredet und wir haben uns ausgetauscht und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Sandworm, über verschiedene Hacking-Angriffe eben dieses russischen Geheimdienstes. Und der hatte eigentlich zugesagt für diese Arbeit und hat sich dann aber im Endeffekt wahrscheinlich dagegen entschieden, weil er die Rechte seines Buches als Drehbuch verkaufen wollte. Die Arbeiten, die ich produziere, profitieren am meisten davon, wenn Menschen sich einbringen und ihr Wissen teilen. Ja, und dafür gebe ich quasi alles. Darum kämpfe ich. Dass Menschen sich diesem Projekt anvertrauen und es mitgestalten. Und oftmals gelingt mir das sehr, sehr gut. Und manchmal gibt es natürlich auch gewisse Enttäuschung auf dem Weg. Und dann sagt man, dann ist die Arbeit gut geworden und sie hätte vielleicht aber sehr gut werden können, wenn das passiert wäre oder das. Und in einer Arbeit wie Again würde ich schon sagen, oder auch Blacktivist, da steckt schon so viel Wissen und Anteilnahme und Bereitschaft von anderen Menschen, die erstmal nichts mit Kunst zu tun haben, drin. Das ist wirklich sehr beeindruckend für mich und das gibt diesen Arbeiten sicherlich eine lange Lebenszeit. Aha. Du hast jetzt auch demnächst eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie. Was zeigst du da? Da zeige ich eine Arbeit aus dem Jahr 2016, als ich 5 Monate in Brasilien recherchiert habe. Die Arbeit heißt Corpo Fechado, das bedeutet sowas wie ein geschlossener, gefestigter Körper, ein unverletzbarer Körper. Man kennt das so ein bisschen aus der Nibelungensaga in Deutschland. Sowas Ähnliches gibt es eben auch in Brasilien, allerdings mit religiösen Aspekten, dass es eben sehr, sehr nah ist an der Kultur des Candomblé, einer afro-brasilianischen Religion. Und das ist eine 40-minütige Videoinstallation, die an 3 verschiedenen Orten in Brasilien gedreht wurde, in Sao Paulo, in Rio de Janeiro und
Da geht es um das Verhältnis von Spiritualität und Gesellschaft, also in einer ganz anderen Form von Energie, wenn man so sagen will, als jetzt im Ruhrgebiet, sondern da geht es wirklich um die heilende spirituelle Energie und was die eigentlich mit Gesellschaft und Gesellschaftsvision zu tun hat. Ja, da sprechen also Priester des Candomblé, ein Heiler, der mit außerirdischen Kräften heilt und 6 Millionen Menschen behandelt hat, oder eben auch ein post-religiöses Manifesto, tritt da auf, was im Dschungel praktiziert wird. Das ist natürlich eine Arbeit, die ganz stark von der Poesie einerseits und von den Bildern lebt, andererseits aber auch ganz knallharte soziale Realitäten für schwarze Brasilianer offenbart, die eben sowohl von der Polizei, aber eben auch von der weißen Bevölkerung eben verfolgt wird und ja, wirklich unterdrückt wird. Und eine Zeile aus dieser Arbeit ist mir immer noch in Erinnerung, dass eben Brasilien das letzte Land war, was die Sklaverei abgeschafft hat. Formal. Ja, und das ist nicht so lange her in Brasilien. Und wenn man jetzt die Politik Brasiliens verfolgt, in Zeiten der Corona-Krise, dann sieht man wirklich, wie gespalten auch dieses Land ist. Und viele, viele Menschen widmen sich dann der Spiritualität in der Religion. Und in Brasilien ist es eben so, dass diese Freikirchen und evangelikanischen Kirchen die politischen Machtkämpfe mittragen, mit anheizen und eben ja, sehr stark zu einer politischen und sozialen Spaltung in diesem Land beitragen. Und? Haben Sie jetzt einen Passwortmanager installiert?